So, Freunde, herzlich willkommen zurück zu Link's Awakening DX Part 12. Es wird Zeit, dem Boss entgegenzutreten. Was wird mich wohl erwarten? Und ich glaube, er war sogar nicht mal ganz einfach, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ich mache mal ein Sicherheits-Safe-State, das kennt er von mir. Wasser? Wo ist bloß der Boss? Der ist im Wasser diesmal, also let's go. Ich weiß, der... Wow! Blubber, blubber, blub, blub, blub. Hat er Blub erwähnt? Futter, Blub, Blub, Blubber, Blubber. Was zum Geier? Ja. Watz, 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 watz. Watz, 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 watz. Was zum Henker macht er eigentlich? Hab ich gesagt, der ist schwer? Gut, nothing to say, würde ich sagen. Ey, gib mir meinen Herzcontainer. Geil. Und damit aber das erste Herz der neuen Reihe hoch hier. Also ich dachte, ich hatte als Kind immer so das Gefühl, der war übelst schwer, dabei war der ja sowas von leicht gerade. Ach ja, das war ja gerade echt Panne, Alter. Aber wir haben das neue Instrument. Denn, wo sind meine Instrumente hin? Hallo? Uhu! Achso, naja, ich glaube, die werden nicht angezeigt, weil ich gerade im Dungeon bin. Aber es ist auf jeden Fall das vierte Instrument. Du hast die Neptunharfe erhalten. Ja, irgendwann kommt die Lyra aus Skyward Sword. Cool. Gott. Ich würde sagen, wir haben es gediddelt. Der vierte Dungeon ist complete. Bucht. Mit voller Wucht. Was zum Geier. Geht zur Bucht. Wie poetisch wieder mal. Wir können jetzt schwimmen hier draußen. Das hilft uns hier in sehr großen Mengen. Und zwar erst einmal... Oh, nee, das war's nicht. Dazu später mehr. Und schwudden. Für Schwimmen, weil das extrem lange dauert, werde ich öfters mal diesen Button benutzen, weil der mir um einiges hilft. So, also, ich glaube, hier war das. War das hier? Ja, hier war das. Hier, dieser leere Raum. Ja, hier ist nichts. Aber wenn man hier einmal taucht... Ein Herzteil. Oh yeah. Geil. Sehr mies versteckt. Und ich wüsste da sogar nochmal ein tauchbares Herzteil. Ich muss bloß wissen, wie ich muss ich hinkommen. Na, mal gucken. Endlich bin ich wieder draußen. Endlich wieder geile Mucke. Das ist doch wirklich nice. Dum, 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 dum. Ey, Mann, du Mistvieh. Ich bin viel zu cool. Oh, weg hier. Kusch. Wow, 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 Alter. Du verrücktes Stück Scheiße. Das kann ja wohl die Wahrheit sein. So, wo geht's denn hier hin? Ich glaube, hier bin ich schon fast richtig. Ein Geist. Sag mal, wer bist du denn? Wer hat dich denn entführt? Das Haus. Bring mich das... wo kommt der denn her? Ich hab dich gar nicht eingeladen, Mann. Hilfe, ich hab Angst vor Geistern. Boah, jetzt dudelt der mir die ganze Zeit hinterher, oder was? Boah, Alter, ficken ins Knie, du blöder Geist. Lass mich in Ruhe, ich will was einsammeln. Schwimm, Link, schnell. Schwimm weg vor dem Geist. Er rennt dir hinterher. Der macht mir wirklich Angst. Er sieht so gruselig aus. Du, 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 du. Hilfe! Ach komm, schwimm mal schneller hier. Wie mich alle stalken. Wieder. Oh nein, ich höre ihn! Irgendwo hier war nämlich noch ein mieses Herzteil versteckt. Das war richtig übel. Wo war denn das hier? Hallo! Tauchen! Wo ist das Herzteil? Das wüsste ich gerade wirklich gern. Ich finde es wirklich nicht. Das ist doch voll grad für Hirn Arsch. Hallo? Irgendwo hier? Sollte ein Herzteil sein. Normalerweise. Ah, da ist es, das Herzteil. Geil. Und damit haben wir einen neuen Herzcontainer zusammen collected. Super. Vier Herzteile fehlen uns jetzt. Manchmal wird der Geist angezeigt, aber manchmal nicht. Da ist er wieder. Oh mein Gott, flüchten. Swut, 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 swut. Ach komm, ich lass das vorspulen mal. Ich schwimme einfach mal. Gut, ich denke, wir sollten dem Geist dann doch helfen, nach Hause zu kommen. Immerhin weiß ich, was mir der Geist gibt. Und nein, vor dem müssen wir keine Angst haben. Der scheint uns... Boah, du Mistvieh, Alter. Kann ja wohl nicht wahr sein. Aber ich weiß nicht, wie kam ich da mal hin? Ich glaube, da ist es besser, wenn ich mal den Teleporter ganz kurz benutze. Wartet mal. Was weg hier, Kusch. Geht weg. Ich bin auf Mission. Auf ganz wichtiger Mission. Hier weg. Ja, und da ist er auch schon wieder. Na du, Stinky. Wir sollen ihn also zu einem Haus bringen. Aber welches Haus meint er wohl? Wir haben es auch schon gesehen. Aber drinnen waren wir, glaube ich, noch... Hier will ich gar nicht hin, Mann. Swun, ja, genau. Hier will ich hin. Ne, hier unten will ich noch nicht hin. Das war irgendwo an der Südstrandküsten-Dingen-Gedöns.
Ja, hier Gras mal weggehoben, ganz kurz. Jetzt ist er wieder weg. Ich dachte eigentlich erst, diesen Geist musste man erst freischalten irgendwie. Ich frage mich, warum wir jetzt den dabei haben. Das frage ich mich. Ihr euch auch. Warum ist der hier? Und warum dudelt er mir die ganze Zeit ins Ohr, dieses Mistvieh? So, irgendwo hier unten war das. Ich muss zur Küste. Boah, wenn es nicht gleich aufhört, krieg ich einen Koller. Dieser blöde Geist macht mir zu viel Mucke. Das geht mir wirklich auf den Sack. Oh nein. Danke, Abbas, für die Meldung, dass mein Antivirenprogramm sich ja geupdatet hat. Hahaha. Dass das immer das machen muss, wenn ich aufnehme. Ist doch wirklich terrible. Oh Gott, was für... hier reingehen. Mein Haus. Gut. Hier ist dein Haus, Kollege. Da, 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 da. Das klingt ein wenig... Nostalgia, come sempre. Was für ein Ding ist... Ich würde sagen, das ist Spanisch, so vom Gefühl her. Buhu. Come sempre, genug. Friedhof, bring mich mein Grab. Gut, Freunde, dafür kriegen wir nämlich auch noch ein Foto. Ich glaube, da muss ich jetzt mal zum Friedhof stalken. Twem, oh Scheiße. Wieder mal abgestürzt. Voll in das Loch hinein. Das ist doch voll für den Arsch. So, wo ist denn das überhaupt? Hep, ja, hier mal rumgesprungen. Wow, wow, wow. Ihr kranken Spastis, Alter. Oh, hör auf mir hinterher zu dudeln, Alter. Ich krieg einen Koller. Boah. Krasse Scheiße. Also, wenn ich den Geist los bin, bin ich froh. Jetzt weiß ich, was die alle mit Geister nerven meinten. So, irgendwo... Das war doch dieser Friedhofsstein bei der Hexe. Da muss ich hin. Dafür muss ich aber erstmal zur Hexe. Boah, hör auf mich voll zu dudeln, echt. Das nervt. Ja, ist ja gut, ich hab's kapiert. Bring mich nach Hause. Bring mich zu meinem Grab. Boah, wie so ein kleines Kind, Alter. Sind wir schon da? Sind wir schon da? Boah, alte Scheiße. Kann aber nicht mal sein. So, irgendwo hier in der Nähe war das. Wartet, ich benutze mal die Karte. Und zwar, da ist der Friedhof. Irgendwo müsste hier die Hexe sein, aber wo? Nein, unter... Ist das hier der Sumpf? Level 3 Teufelsvilla? Nein, das ist hier auch nicht. Ist das weiter oben, echt? Das Hexenhäuschen. Genau, da muss das sein. Ich muss nach oben, gut. Denn weiß ich Bescheid. Ach doch, ja, ja, genau. Wenn ich das hier sehe, dann weiß ich Bescheid. Ist doch alles gut. Gleich sind wir den Geist auch los. Der Geist ist nämlich sehr hilfreich. Der gibt uns einerseits ein Foto, andererseits auch eine Zaubermuschel. Viele fehlen uns nämlich nicht mehr. Gleich bin ich da. Da sehe ich den Grabstein schon. Aber wie komme ich da hin? Ah, so, super. Dum, dum, dum. So, danke. Eine Vase in meinem Haus. Schaut runter. Tschüss. Oh, hä, müsste nicht der Fotograf kommen? Oh, endlich, da bist du wieder. Um es das große Fischmaul zu gelangen, musst du an einer Stelle der Zwergenbus... Entschuldigung, jetzt habe ich gerade wieder aufstoßen müssen. Zwerg muss tauchen. Du kommst dem Windfisch immer näher. Die Zeit des Erwachens ist nicht fern. Doch, die Hälfte des Let's Plays dürfte circa noch fehlen. So, können wir hier jetzt endlich was machen? Boah, Mann, ihr blöden... Wer kriegt die Krätze hier? Geht doch einfach weg. Ich weiß nicht... Oh, das Scheiße! Voll abgestürzt. Geht mal weg hier. War ich jetzt hier schon? Doch, das Herz... Oh, Scheiße! Oh, Mann, ist da kacke, wenn man keine Feder draußen hat. Da, 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 da. So, wo geht's hier lang? Och, nö. So, und irgendwann an einer Friedhofsstelle musste man hier auch diesen Farbdungeon machen. Ich weiß echt nicht mehr, wo das war. Ich muss mich da, glaube ich, mal im Internet belesen, weil sonst kann ich hier ewig... Ja, lass mich in Ruhe. Sonst kann ich hier ewig suchen. So. Ich muss nochmal zum Haus, weil ich will natürlich die Zaubermuschel haben. Drei Stück fehlen in meinem Bus noch. Und ich denke, die restlichen können wir jetzt endlich auch, bevor wir in den nächsten Dungeon gehen, freischalten. Weil wir können ja jetzt tauchen, beziehungsweise eigentlich schwimmen im Allgemeinen. Da dürfte noch einiges zu machen sein, auf jeden Fall. Lasst mich alle in Ruhe. Nein, ich habe gesagt, lasst mich alle in Ruhe. Wartet mal, mir fällt gerade was ein. So ganz, ganz, ganz nebenbei. Was, kusch weg hier. Haut alle ab. So.
Und, ah, genau, hier war nämlich ein Geheimgang. Und hier konnte man was machen. Passt mal auf. Hier musste man etwas machen. Und zwar mal wieder das Zauberpulver, was wir lange nicht benutzen, durften rausholen. Oh mein Gott. Wer stört mich da wieder beim Schlafen? Du? Na toll, vielen Dank auch. Finde ich echt nett. Na warte. Willst du zur Strafe mehr Zauberpulver tragen können? Nein. Willst du zur Strafe mehr Bomben tragen können? Ich glaube, Pfeile, Bomben und Zauberpulver kann man hier erneuern. Es gibt nämlich drei Löcher. Jedes Mal fragt er an was anderes. Oh mein Gott, epileptischer Anfall. Hehe, jetzt musst du noch mehr Zeug mit dir herumschleppen. Das geschieht dir recht. Bis dann, tschö. Voll die Slang-Sprache. Und damit haben wir, boah, meine Fresse, Alter, 60 Bomben. Ich glaube nicht, dass wir jemals wieder Bomben kaufen müssen. Super, ist doch was Positives. Drei Löcher gibt's, ob ich sie alle finde, weiß ich jetzt gar nicht. Hilfe, weg hier. Auf jeden Fall werde ich mal Ausschau halten nach den Löchern. So, hier unten war ich mittlerweile auch dran. Da ist auch keine Zaubermuschel mehr. Schade. Da, da, da. So, mal ein bisschen schneller hier. So, und jetzt einmal zur Küste runter und da wieder mal in das Haus reingucken. Oh, oh. Weg hier. Push. Boah, nein. Das ist ein Witz, oder? Warte mal hier. Pieks mich mal. Pieks mich los. Pieks mich. So. Weg die Dudelmucke, yeah. Dö-dö-dö-dö. Geh weg, du Oktorok. Geh aus dem Weg. Ich bin Arzt. Ich muss hier schnell durch. Dö-dö-dö-dö-dö. Naja, schmeiß mal deine Kokosnüsse. Ich will die Zaubermuschel haben. Ich hoffe mal, ich kriege demnächst noch die 20 zusammen, weil dann haben wir eigentlich alles, weil eigentlich gibt es ja 26 Zaubermuscheln, aber ich glaube, sobald man 20 hat, kann man die anderen nicht mehr einsammeln. Das war ganz komisch irgendwie. So, hier, mein Herzen werden fertig jetzt. Ich glaube, ich habe mich ein paar Mal zu oft stechern lassen. Links soll ja nicht schwul werden, so. Eine Vase. Die war es nicht. Die auch nicht. Die auch nicht. Dann kann der Bus noch... Ja, yeah! Du hast eine Zaubermuschel erhalten. Ja, ist gut, man, wir wissen's. Sollte ich mal Licht anmachen? Ach nö, brauche ich nicht. So, zwei Zaubermuscheln fehlen bloß noch. Ich glaube, das sollte mit Schwimmerei demnächst schaffen zu sein. Ihr wisst schon. Ach, Manno. Der war wieder mal voll für den Arsch und der auch noch. Was mache ich hier bloß? So, Hepper, jetzt haben wir hier mit voll Skill rübergejumpt. Und da wäre schon die erste Muschel. Oh ja, 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 meine, geh weg, Mann. Kusch, ich will die haben. Gib mir. Hehe, ich brauch mal schnell mein Schwert. Zack, und da ist sie, die 19. Zaubermuschel. Cool. Bloß noch eine. Eine einzige fehlt. Wow. Tauchen wir mal eben ab. Flüchten vor den komischen Feuerkugeln, die er hier abschießt. So, da war aber noch eine Insel. Oder war es nicht gleich hier? Nee, war es nicht. Schade. Oder muss ich buddeln an der Stelle? Ich weiß es auch nicht mehr. Nein, hier war es definitiv auch nicht. Achtung und Scheiße. Jetzt aber. Hep. Hier kamen wir beim letzten Mal, glaube ich, nicht weiter. Genau, weil hier konnten wir nicht schwimmen. Jetzt geht das aber. Hahaha, passt auf. Schwun. Flüchten. Blöde Fische. Da, 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 da. So, wo geht's jetzt hier lang? Lauf, Link. Lauf. Von einer Höhle zur nächsten. Gut. Oh, noch so eine Höhle. Cool, da haben wir gleich zwei in einem Part gefunden. Das finde ich aber nice. So, gleich wieder Zauberpulver reinstreuen. Lasst ihn uns wecken. Den Typi. Was mache ich denn diesmal? Pfeile oder Zauberpulver? Wer stört mich da wieder beim Schlafen? Du, na toll, vielen Dank auch. Finde ich echt nett. Schon wieder mal. Willst du zur Strafe mehr Zauberpulver tragen können? Scheiße. Und ihr seht, von 16 auf 40. Boah, very nice. Ciao, Mann. So. Ich glaube, das Zauberpulver geht uns jetzt ebenfalls zeitlang unseres Spielerdaseins hier. Oh, vielleicht auch doch. Geht uns jetzt nicht mehr aus soweit. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben Herzen verloren, oder? Macht das Schaden, diesen Strahl, den er da abfeuert? Das finde ich ja gerade ein bisschen seltsam. So, mal wieder durchtauchen hier. So, damit haben wir schon einen gefunden. Und den letzten, da können wir bloß noch Pfeile updaten. Das geht nicht, wir haben noch keinen Bogen. So, gut, aber das wäre schon mal erledigt. Aber es fehlt noch eine Zaubermuschel. Und die will ich haben. Und ich werde sie auch finden. Das ist doch ganz klar. Ich will das Level 2 Schwert. Denn bin ich überstark. Und ich baller alles um. Wow. Alter,
krankes Schwein. Hier, der fünfte Dungeon, Freunde. Ich denke mal, im nächsten Part könnten wir schon fast uns hineinstürzen. Und hey, wer bist du denn? Ich bin hier geschwommen, als eine Welle meine Perlenkette vom Hals riss. Aha. Als kleiner Insider für euch, ja, in der Schwarz-Weiß-Version hat sie ihren Oberteil verloren vom Bikini. Aha. Wenn du sie findest, schenke ich dir eine Schuppe von mir. Oho, oho. Wenn ich jetzt nämlich tauche, dann meckert sie rum. An dieser Stelle habe ich bereits gesucht. Ja. Denn eigentlich hat sie ihren Bikini verloren und Link könnte ein bisschen stalken, aber das macht er an der Stelle nicht, weil er ist ein Kavalier. Nein, er macht's doch. Link ist nämlich ein alter Schweinepriester, ja? Jetzt wissen wir es. So, und dann kann ich, glaube ich, noch was machen. Hm. War das nicht hier irgendwo? Hilfe! Boah, die vier... Oh ja! So, was geht's hier... Wo geht's... Was geht denn hier oben ab? Uhu, Kuckuck! Nee. Hier geht's zum Zoodorf, hier will ich nicht hin. Boah, wo ist denn diese Stelle, wo ich... Wow. Krankes Schwein, Alter. Hier kann man nämlich unter der Brücke durchtauchen. Pass mal auf, es wird... Und dann hat man hier den Fischer gefunden. Hier gibt es nämlich auch ein Foto freizuschalten. Oh, twap. Und so. Es ist seltsam. Dieser Fisch ist mit dem Angelhaken auf und davon. Seitdem halte ich die Schnur ins Wasser. Aber keiner beißt mir an. Kann es sein, dass ich ohne den Angelhaken nicht angeln kann? Boah, bist du schlau. Gut, dazu später mehr. Wir brauchen also einen Angelhaken, um es schon mal zu verraten. Das ist ein Tauschitem. Aber wo war... Hier war doch noch so eine Insel mit so einem Busch. Und da war auch noch eine Muschel versteckt. Ein bisschen schwimmen. Oh, oh. Swoop! Hehe. Durchgetaucht. Dum, dum, dum. So, wo geht's denn hier überall hin, Mann? Tauchen? Mal einfach ins Wasser geschmissen. Mann, bist du blöd. Wo war denn das bloß? Swoop, swoop, schwimmen wir schneller hier. Ah, hier, 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 wartet mal. Hier war doch auch was. Ich ahne es doch. Pass mal auf. Oh, du krankes Schwein. Oder was ist das hier? Geh weg! Kusch! Sitz! Ha, jetzt! Wow! Ha! Pfeile! Wow, ich verkacke hier gleich! Was nicht sonderlich gut ist. Ha! Oh, falsch rum! Das gefällt mir hier gerade gar nicht. Ich würde gerne mal einen Fisch töten. Oh. Ha, zack. Wo geht's hier hin? Ich brauche Herzen, verdammt nochmal. Oh, scheiße, hier komme ich nicht weiter. Hier brauche ich den Fanghaken zu. Toll, was für eine Scheiße, alles umsonst hier. Oh, weg hier. Tauchen, schnell weg hier. Ich brauche Herzen, ganz dringend. Wo laufe ich dafür hin? Hoffentlich ist hier eine Feenquelle oder so ein Klimbim drin. Mann. Oh, oh. Oh, Gefühlsabgang, Alter. Boah, wie geil. Oh, schließ die Augen und oh, genießen und so. Also, ich hoffe, er stöhnt nicht. Das wäre ein bisschen... Ja. Ne, das spare ich mir jetzt an der Stelle. Aber irgendwo hier war ja eine Zaubermuschel, ohne Witz. Ich weiß es. Ich weiß es. Ich will sie finden. Was zum Geier? Wow, 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 wow. Ihr kranken Mistschweine, Alter. Wo war denn das bloß? Da ist auch noch eine Eule. Ja, hier geht's nicht weiter. Super. Oh, boah, was, Alter? Boah, ja, ihr Mistviecher. Ich hasse euch. So, ich finde es jetzt gerade leider nicht. Das ist gerade ein bisschen scheiße, weil dann könnten wir im nächsten Part einiges freischalten. Ihr seht, oh, da ein neuer Dungeon, und zwar der sechste Dungeon. Ihr seht, da braucht man noch wieder mal den Schlüssel zu. Ich glaube, der sechste Dungeon war auch ziemlich mies eigentlich, wenn ich mich so richtig erinnere. Sie werden ja wirklich immer und immer schwerer. Da. So, aber wo war das jetzt? Scheiße, ich weiß es wirklich nicht mehr. Fuck! So ein Mist. Dum, dum, dum. Watz, 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 watz. Kreuz mit mir die Klingen, ich bin stärker als du. So. Irgendwo am Wasser war es, ich weiß es doch. Oh, wo geht's denn hier hin? Einfach mal nachgucken. Überall nachgucken, ich muss alles wissen. Ach so, hier komme ich rüber, genau. Haha, genau. Da musste ich die Steine irgendwie umrennen und ich glaube, langsam kann ich mir auch ein neues Item holen. Und nicht nur... Ey, gibt noch so viel zu tun in dem Let's Play, glaubt ihr gar nicht. Aber ich hätte jetzt gerne erstmal eine Zaubermuschel. Welche kann ich mir noch holen? Ich denke mal schon, dass ich die 20 schon haben könnte. Das...
Ja, glaube ich jetzt einfach mal. Genau, wartet mal. Ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Haha, passt mal auf. Haha, ich weiß wieder, wo das war, nämlich genau hier. Ja, die 20... Was zum Geier? Boah, gefickt, Alter. So, jetzt aber. So, einmal so rum. Die 20. Zaubermuschel. Oh yeah, geil. Wenn du genug davon gesammelt hast, kannst du etwas Feines bekommen. Ja, sehr gut. Auf zum Muschelwasser, Freunde. Ich will es haben. Hier und jetzt. Auf der Stelle. Nein, ich mach das mal nicht noch theatralischer, weil sonst klingt es ein bisschen zweideutig. Auf zum Muschelbazar. Wir können die 20 Muscheln jetzt, oder waren es 25? Naja, ich werde es ja sehen. So, das mal ein bisschen vorspulen hier. Weil sonst wird der Part wieder überlang und da habe ich keinen Bock drauf. Geht mir aus dem Weg. Gleich bin ich übermächtig, dann habt ihr alle keine Chance mehr gegen mich. Kusch, weg. Und wir haben 20 Muscheln. Reicht das schon? Achtung. Und. Ja. Meine Aufgabe ist erfüllt. Oh mein Gott. Boah, wie episch. Cool. Ching, ching. Geil. Oh yes, das Level 2 Schwert ist unser. Du besitzt ein neues Schwert. Vielleicht wäre es gut, deinen Namen darauf zu schreiben. Hä? Schon wieder? Und da wir es... Das Level 2 Schwert ist unser. Cool. Dieses Schwert hat die doppelte Power. Ein Schwertstrahl richtet aber, glaube ich, noch genauso viel Schaden an wie das erste. Hua, was? Oh nee, doch, es richtet gleich doppelten Schaden an. Damit haben wir jetzt eigentlich die Pfeile uns indirekt irgendwie abgekürzt, aber trotzdem werde ich mir mal offscreen zum nächsten Part denn den Bogen holen, denn den werden wir auch noch brauchen. Wow, 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 scheiße. Und ich denke, dann wird es auch Zeit, langsam mal zu erkunden, wo befindet sich der Farbdungeon. Ihr seht, die Laser gibt es nur so lange, wie wir wirklich volle Herzen haben. Danach sind sie leider out of mana. Hier, was, Kill-Combo. Also, Freunde, ich sagen würde, an der Stelle beende ich mal den Part und wir sehen uns wieder im nächsten Part zu Part 13. Bis dann wieder mal, macht's gut, haut da rein und ciao und viel Spaß mit dem Part.